Hallo und herzlich willkommen beim Qualifying in Monza. Das ist der zweite Aufnahmeversuch. Am Montag ist bei uns komplett gescheitert. Es war vorne von hinten eine Katastrophe. Wir haben es dann am Ende abgebrochen. Wer im Stream dabei war, bei Tino hat das gesehen. Wir haben jetzt Mittwoch. Wir versuchen es nochmal, weil wir wollen die Rennserie unbedingt zu Ende fahren. Am Montag waren wir 12. im Qualifying. Das wollen wir jetzt quasi verbessern. Ach, mein Nase. Oh, Hilfe. Das wollen wir jetzt quasi verbessern. Also besser als 12. ist das Ziel. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich entmute mich jetzt gleich. Schauen wir mal, was das Qualifying bringt. Es sieht nach Regen aus im Rennen. Das wäre natürlich nicht so schön. Für euch vielleicht interessanter dann. Aber das sehen wir dann. Die beiden Folgen kommen unüblicherweise bei mir jetzt zusammen morgen. Also heute ist Mittwoch, also am Donnerstag. Passt dann einfach so wie bei Tino quasi immer. Erst kommt das Qualifying und ich schneide direkt dahinter das Rennen. Und dann kommt das als eine Folge morgen, am Donnerstag. Könnt ihr das dann 17 Uhr gucken. Bei den anderen natürlich auch, bei Tino und Freezy. Guckt da gerne vorbei. Bei Tino und Excel. Guckt da gerne vorbei. In Videobeschreibung wie immer verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wünsche mir Glück. Du kleines Mädchen auf dem... Ich nehme mir die ganze Piste mit und du kommst mir so an. Letzte Runde Sören momentan. Sören, wir müssen uns echt mal unterhalten über deine Art und Weise, wie du kommentierst. Das ist in letzter Zeit sehr... Bayer the Bad kommt auf 1. Mashallah! Aber das Sören bleibt gefühlt 10 Sekunden so. Bekommt eine Strafe wegen Abkürzung. Ja, moin. Warum lachst du da jetzt drüber? Jetzt auf 1. Oh, der Tino ist hinterm Dietmar. Dietmar, Hut ab! Ja, aber ich habe echt eine schlechte Runde gefahren, muss ich sagen. Also ich fand die Runde echt nicht so schön. Ey, was machen die hier? Ich weiß es auch. Alter, die fahren. Hast du das gesehen, Dietmar? Ja. Die fahren nebeneinander und blockieren. Ey, was? Weil die nicht überholen können. Keine Ahnung, warum die sind doof. Ey, das ist doch. Jetzt ist meine schnelle Runde im Arsch. Das fängt doch schon wieder an, wie Mo darauf gehört hat, Alter. Warum haben wir den denn? Warum haben wir den? Milo, ganz unten. Deswegen finde ich ihn nicht. Ah ja, ich kam noch nicht zu einer Runde. So, ich fahr jetzt auch. Oh. Vor mir, ich bin eine schnelle Runde, wer das auch immer ist. Wir machten da vorne die Gruppenbildung. Ist vor dir, glaube ich. Oh. Ach du Heimatland. Wir machten diese Gruppenbildung da vor mir. Sehen wir gleich, wer ist es? Ich weiß nicht, wo du bist. Ach, die KI. Da sind zwei NPCs. Oh. Die KI macht absolute Gruppenbildung hier. Ich überhol mal. Tschüss. Ey, die KIs, die denken immer, so wären schon im Rennen. Also die fahren mit drei Autos nebeneinander. Ja, Wahnsinn, oder? Boxenstopp. Sehr interessant aus. Meine lieben Freunde, bei mir war es aber zum Beispiel auch der Fall, deswegen bin ich so ausgeflippt das letzte Mal, dass Gelbphase war, ich die KI vorbeilassen sollte und angehalten habe und die KI nicht vorbeigefahren ist. Ja, du musst nochmal extra bremsen und dann wieder Gas geben. Ja, ich geben. Hab gestanden und er hat hinter mir angehalten. Oh Gott, ja. Deswegen bin ich das letzte Mal so ausgeflippt. Hat sich eingereiht quasi. Ja, ey. Der fährt noch vor dir. Das sieht man aus vorne. Fahr jetzt alle in die Box, dann kann ich raus. Wenn du vorbei willst, musst du Bescheid sagen. Ich hab... Nee, ich fahr jetzt langsam. Ich fahr in die Box. Qualifying noch 12 Minuten. 34. Ich hab keinen Sprit mehr. Also zwei Alpine-Kids gehen heute raus. Wichtig ist, ihr folgt uns auf Instagram, bei Physi, bei mir. Findet ihr immer unter Ausrufezeichen Insta. Und schickt ein cooles Bild mit dem Hashtag. Wie war's Hashtag? Pink Biceps. So, genau. Ich fahr raus. Achtung, wer Europa rumkommt. Wo sehe ich denn das Wetter? Platz 1 gesaved. Ja, noch Musik. Ach hier. Dominik, wo kann ich das Wetter einsehen? Tom Baker. Tom Baker gerade einen Platz verloren, ist auf 4, Dominik auf 3. Heinz Josef auf 2, ist von unten nach oben gerutscht. Tom auf 4. Christel hat sich von unten nach oben geschmuggelt, ist auf 5. Axel auf 6. Dietmar 7. McManus 8. Bayer in the Box, Sören 10 am Drehen. Was haben wir denn hier? Ah, und dann nochmal weiter im Kiesweg und die Mauer mitgenommen. Er dreht und er ist wieder auf der Spur. Schön gemacht, Sören. Haru in the Box. Milo 20. Marie 19 und noch kein Controller geflogen. Ich bin gerade draußen. Danke für 12 Monate. Emmy, danke für deine 100 Bits. Warum fahre ich nicht mit? Das Spiel ist nichts so für mich. Rafa, fährst du da gerade zum
Oder das war der Tom. Okay, jetzt haben wir richtig Platz vorne. Was ist da los, Hans-Josef? Sprit alle. Achso. Hast du zwei Runden gemacht? Jo. Ja, die zweite, die zweite fährst du dann schneller. Ah, ja, weniger Gewicht, ja, ne? Ich. Welcher Sektor ist der denn? Damit ich aufpassen kann. Janik? Ich muss ja schon in der Box sein. Ich bin in der Box jetzt. So. Der war vor mir. Crystal fällt jetzt auch in der Box. Ist jemand in der schnellen Runde gerade bei Startziel? Ja, nein. Ich komme jetzt auf Startziel. Ja, okay. Ja, ich gebe mir Mühe, dass ich wegkomme. Ich bin gerade rausgefahren. Boah, jetzt gleich aus der Box raus. Komm jetzt Startziel. Ja, ich bin schon durch. Ich bin jetzt Startziel. Wer kommt von hinten angeflogen? Ich bin nicht. Warte, ich bremse, ich bremse. Nee, das bin ich. Ich bremse, ich bremse. Ich bin jetzt auch gleich auf Startziel. Schnelle Runde. Wartest du in deine schnelle Runde? Ich bin jetzt reingegangen in die schnelle Runde. Molly, noch 39. Ja! Elfter! Egal! Ich bin vom 19. weg. Ich weiß nicht, was los ist, meine Freunde, ob die Leute heute konzentriert sind und so, aber bis jetzt nur einmal gelbe Flagge, sonst war das in der Zeit schon 6-mal. Ich fahre jetzt in meine schnelle Runde rein, bin jetzt Startziel. Wir schauen mal bei dem Manu vorbei, was da los ist. Er ist immer noch auf 20. Ich habe noch keine Runde gefahren. Ja, dann fahr doch mal. Ja, bin ich gerade, aber ich bin die Hälfte auf Mager gefahren, weil ich verpasst habe hochzustellen. Bubble beherrscht momentan Platz 1. Aber ich sehe gerade, Sektor 3 hat der Milo hat in Sektor 3 die Zeit, die Schwabbel am Ende hatte. 15. Ich starte jetzt mal eine schnelle Runde. Dann schauen wir doch auch mal beim Axel vorbei. Was macht er denn da so Schönes? Der Axel immer da vorne jetzt gerade rausfährt. Ungültige Rundenzeit. Na schön. Wunderbar. Axel, kann weißt du, wo der Trick dabei ist? Bei was? Bei der Formel 1. Hallo, ich stimme Schwizzy. Immer schnell fahren und ganz wenig bremsen. Ich hab mein Bestes. Ja. Thomas, danke für den Resub im 13. Trucker Babe, danke für den Resub im 15. Wer guckt trotzdem? Warum fährt er nicht mit? Keine Ahnung. Habe ich ihn zu sehr gemobbt? Milo, ich komm hinter dir angeflogen. Fahr ruhig durch die Kurve, aber mach dich ganz inne. Ich komm noch eine schnelle Runde. Hätte ich mal die Session aufgegeben? Oh, fuck, fuck, fuck. Gecrashed, oh, ich auch. war ja durchsichtig, war ja kein Problem für dich, oder? Nee, alles gut. Wenn einer gerade, ich glaube Sektor, Mist. Ja, ich hab orangen, gelben Sektor, also wer überholen will, sagt Bescheid, ja? Weiß gar nicht welcher. Sektor 2. Soll ich euch mal das Jahr 2021 versüßen? Versüß mal. Habt ihr euch schon mal den Februar angeguckt? Hä? Ey, warum, was ist da? Der Februar im Jahre 2021 startet genau an einem Montag. Der erste ist ein Montag. Und der letzte Tag des Februars ist ein Sonntag und der Monat ist exakt 4 Wochen lang. Ist das nicht toll? Da ist doch der innere Monk ist doch voll am Start. Ich kann mich von vorne kaum halten. Ja. Das befriedigt. Mein Geburtstag fällt dieses Jahr auf den Donnerstag. Endlich mal was Symmetrisches. Ja. Dominik versucht noch irgendwie da was rauszuholen, habe ich das Gefühl. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 24,6
Ah, der fährt die Kurven auch wie eine Schlange. Boxengasse, ja. Bayer the Badcock, von der ist so ruhig. Ich muss aber wohl mal ganz dazu sagen, ich finde seine Server neue... nicht in einer schnellen Runde. Hallo, wenn der Moderator hier am Reden ist. Oh, ja, dann könnt ihr euch jetzt mal langsam anhören. Oh nein! Dominik, Mehrspieler, schnellste Runde, hat sich die 1 geholt. Ich hatte es im Urin. Ich hatte es im Urin. Und Bayer, für deinen schönen Deutsch-Look. Mann, da würde ich dich jetzt aber am liebsten mal für umarmen, du. Deutsch-Look. Leblich. Wie sind denn die Zeiten, Herr Kommentatore? Von oben her angefangen. Die Zeiten sind bei Dominik 1,20,554. Danach Schwabel mit plus 2,15 Millisekunden. Meinung war vorbei. Danach Tom mit 2,22 Millisekunden. Heinz Josef mit 2,52 Millisekunden. Danach kommt Excel mit 1,055 Millisekunden dahinter. Christel Eilig. 1447, da kann der Exo sich sogar noch Brote schmieren, bevor die Christel überhaupt kommt. Sören, 1794. Dittmar Raus, McManus, 2,283 hinter Dominik. Bayer the Badcock, 2,358. Marie, 2,458. Pamu, 3,167. Aber halt auch echt nicht viel, ne? Und Milo, 4,140. Yes! Hallo, ich hab 4, ihr nur 3. Achso, weniger ist besser. Schade. Nee, je mehr ist besser, Milo. Haha! Bin zu gut für euch. Ja. Genau. Darf ich mal fragen, wer alles gelbe Reifen fährt? Ich war kann ich dir sofort sagen, wenn du mir eine Minute lässt. Du kannst dir auch die Zeiten anzeigen lassen. Komplett, gelbe Reifen oder? Haben gefahren. Marie und Dittmar, alle fahren auf Rot. Gut, ich fahre jetzt mich jetzt gelb. Nein, wollte ich nicht wissen, danke. Jo, bitte. Ich weiß nicht, wer hier vorne ist, aber ich komme jetzt hier gerade angeflogen. Zielgerade, oder was? Nee, in der Schlangenlinie, in der Schlangenkurve. Der Schlangenkurve, das hört sich so verstörend an in allen jeglichen Facetten, Alter. In der Schlangenkurve. Ich komme jetzt auch nochmal Startziel, schnelle Runde. Ja, ich sag Bescheid. Ich fahre jetzt auch in die schnelle Runde, Tino, deswegen. Ja. Fahre ich jetzt nicht langsamer. Alles gut, du bist gutes Tempo. Ja, weiß ich. Ich bin gerade out. Jetzt holt er was raus, Leute. Er holt was raus. Hat sich Platz 5 gesichert. So, geh jetzt irgendeine schnelle Runde. Marie, ich hab noch eine schnelle. Ja, ich hab Bremse. Ich bin in der schnell. Ich halt doch jetzt nicht. Wer kommt da gerade aus der Box? Ich, aber fahr dran vorbei. Bolli-Verein. Noch 2,58. Scheiße. Ah, Geister! Mann. Will sich noch Platz 2 irgendwie versuchen zu halten. Gibt alles. Top 10. Kann er knicken. Er ist in Sektor 2 langsamer als in seiner besten Runde. Oh, Tino. Bist du ausgebrochen? Da war der Arsch weg. Nein. Bei mir auch fast. Na gut, kommt, ist aber nicht schlimm. Sektor 3. Hat er die hier besser gefahren als der letzte? Nee, schaffe ich noch? Nee, rein raus, wird nichts mehr. Nee, ich wäre nicht erster. Weißt du, Freeze, jetzt wo ich Top 10 gefahren bin, verlierst du kein Wort. Du hast aber ein bisschen Zeit reingeholt. Ja, ich war leider nicht bei dir hier. Du bist ja. Da ist er. Moreno. Hinter Moreno. Hinter die KI. Bremst ihn das aus? Nein, er überholt locker flockig. Kein Problem. Also jetzt schaffe ich keine bessere Zeit anscheinend, aber eben bin ich halt besser gefahren. Oh, ich habe den besten Runden-Sektor gefahren überhaupt. Ja. Gib Gummi, das schaffst du. 1,6. Sektor 3. Du holst auf jeden Fall noch was raus da. Ja, ja, ja. Komm, Milo, gib Gas. Ich gebe alles! Verdammt. Ah, schade. Aber trotzdem, bester Rundensektor, pass. Ja, passt. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt hat. Noch ein Milo, Platz machen. Ja. Bayer the Badcock. Schauen wir mal rein. Komm, fährst du da ganz langsam? Ja.
Hey, Sören. Okay. Mann, in der vorletzten Kurve verkackt, ey. Ja, haben wir gesehen. Ja, kann ich nicht mehr fahren, ist die Qualifying eh vorbei. Mann. Wo ist denn der Axel? Axel, da. Ist auf 6. Will er. So. Will er hier nur noch einholen? Es sieht Excel zumindest versucht, gut aus. 1,20,5 ist eine starke Zeit, ey. Ah, leider nicht. Ah, wird nicht nach. 800 Millisekunden. 1,20,5 ist echt eine starke Zeit. Nur 100 Millisekunden. Oder? Aber wir haben schon mal einen Vorteil. Drucker Vapes ist weit weg von uns, oder, Axel? Nee. Fährt der überhaupt mit? Nein. Ach, der fährt gleich mit? Nein! Es kam gerade eine Meldung in der Regie rein. Drucker Vapes kann heute nicht. Seine Frau ist nicht da. Er hat Kinder-Sitting. Er ist nicht da. Ach, deswegen noch keine Gelbphase. Das könnte da natürlich einiges dingen. Aber, meine lieben Freunde, das Qualifying ist zu Ende. Die letzten Fahrer fahren jetzt über die Ziellinie. Dominik hat sich Platz 1 gesaved. Tom Baker 2. Heinz Josef. Warten wir nochmal, bis Schwabbel in der Box ist. Ja, ja, nee, vorbei. Ich bin eine Runde mehr. Ich bin leer. Ach, Pamu! Sag doch was! Pamu gedreht. Aber wir haben uns nicht berührt. Nee. Überhol, Axel. Deine Chance jetzt einmal rechts anticken und. Wenn er das mal. Ich sag mal, der fährt doch noch 30 neben mir, ne? Babbel fährt in die Box rein. So, meine Lieben, wir haben es geschafft. Ziel war besser als 12. Wir sind Top 10 aktuell. Wer weiß, vielleicht ändert sich da noch was wegen Zeiten und so. Aber ich bin zufrieden. Doch, war gut. Dann geht es für mich jetzt sofort ins Rennen, aber für euch diesmal auch, weil es kommt ja beides am Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beziehungsweise ist eigentlich Quatsch, dass ich jetzt abmoderiere. Ja. Dann viel Spaß jetzt beim Rennen. Ich bin 17. Leute. Und das so, meine Freunde, die erste Vorbereitungsrunde ist somit am Start. Es ist ein Go. Oha, Sören ist hier Hippie unterwegs. Einführungsrunde, Moni, bleib geschmeidig. Diesmal ja. Vor allem wollte ich dich nur ärgern. So. Ich kann das heute hier genießen. Ich habe Tino vor mir. Also ich habe immer absoluten Stress, wenn Tino vor mir fährt. Ich liebe das, ich freue mich da. Wenn ich vor dir fahre? Ja, weil ich da andauernd Angst habe, ich ramm dir irgendwo rein oder so. Also ich wäre ja da fippelig, weil wenn ich ihn überhole, ist das echt schön. Also ich hab alle fahren mit roten Reifen. Jupp und Schwappel. Das wird eine harte Nummer. Aber das ist, sind gute Leute, die ziehen mich auf jeden Fall gut, das denke ich mal. Sobald du nicht aus der Sekunde rausfällst, fährst du richtig schnelle Runden dann wahrscheinlich. Ja. Und denkt dran, die erste Schikane ist echt eng. Bitte lasst euch Platz. Naja, sagst du das den KIs? Naja, es geht einfach darum, nicht von hinten wie wahnsinnig reinzuschießen. Ja, lieber ein bisschen eher gebremst, das wäre halt ganz cool. Dann mit Strategie gemacht. Das gleiche hat Axels Mutter mir auch gestern gesagt. Ja, deine Mama Gefühl sagt es mir aber auch gerade von unten. Oh, yeah. Kleiner! Du Kleiner! Also das mit der Forellenzucht war am witzigsten heute. Das war echt nicht schlecht. Forellenzucht? Ha, Tinos. So, ich kann nicht steuern! So, meine lieben Freunde, Einführungsrunde ist vorbei. Jeder weiß Bescheid. Damit starten wir. Ich gucke von hier an, weil so habe ich immer den besten Blick auf den, der die ersten wegrammt, meine lieben Freunde. Dietmar, das ist wohl ein. Wir müssen auf jeden Fall Milo auseinandernehmen. Hallo, Mund. Ist ein toller Plan. Ein Team ist es eh gewohnt, Flügel zu wechseln, das passt schon. Ja, mit der Drückung bleiben. Ich rechts vorbei, ne? Nee, nix da. Dich dränge ich gleich beim Start, aber ich zieh gleich konsequent nach rechts in die Mauer. Okay, bitte lass alle sitzen. Ja, perfekt. Oh, dicker Frühstart, dicker, Alter. Ja, Bayer fährt bei dritten roten Ampel los. Oha! Oh, nee. Da geht's schon los. Oh, da ist einer runtergerutscht. Also wir sehen, guck mal bei mir siehst du alles. Sektor 1, gelbe Flagge, Sektor 1.
So viel Durchfahrtsstrafen, wie ich jetzt gerade kassiert habe, weil ich zu früh gestartet bin, ey. 5 oder? Das ist hart. 3 Stück, glaube ich. Oha, Moni wurde voll gebankt. Nino, bin rechts. Also einer hatte echt ein Schild umgefahren. Ich weiß nicht, wer es war. Bei mir sogar nicht gegangen, Gott sei Dank. Mario, ich komme von hinten. Wir fangen mal von hinten an, meine lieben Freunde. Marie auf Platz 20. Dietmar, ein kleiner Drängler, du. Milo auf 19. Dietmar auf 6 oder was? Sören auf 14. Auf 6, auf 5. Ich bin hinter dir. Bayer, The Bad Cock, 12. Also, ich habe am Anfang gleich mal bremsen müssen, weil sie sich alle über den Haufen gefahren haben. Hier. Ja, ich war auch voll im Stau gestanden. Axel 6. Wie schnell, ich hab mich rausgehalten. Mann. Na, ich mich auch, aber dadurch bin ich vor dir, hinten, Zweitletzter. Dominik auf 2, Sektor 3, gelbe Flagge. Achtung, Tom Milo links. Ja, ich sehe sich. Was ist das denn? Was? Was? Was war denn? Ey, ich hab'n überholt, das war eine Überholwidrigkeit. Weil da gelbe Flagge war, weil Pamo da war. Da war gelbe Flagge? Ja, Pamo hat sich doch gedreht. Hab ich nicht gesehen. Ja, hab ich gemerkt. Ey, was für eine Scheinkleister-Sache. Stimmt, Freezy hat's angesagt. Ja, Freezy ein bisschen schneller. Oh, das war Gold wert, Moni. Ja, ich hab dich kommen sehen, deswegen hab ich reingezogen. Das war Gold wert. Ich hab hier gelernt aus der Strecke. Ich meine, ich hätte es vielleicht geschafft, sogar noch zu bremsen, aber es wäre knapp geworden. War da gerade der Bayer auf 1? Dave war ich auf 1. Ach so, ich habe falsche Einstellungen drin. Boah, verdammt. Sektor 2, gelbe Flagge. Wow, sagen die mir schön überholt, obwohl sich jemand gedreht hat. Hallo? Was? Schönes Ding! Die wollen dich aufbauen, Marie. Ja, dich auch, weißt du. Mir hat keiner gesagt, dass ich schön überholt habe. Nee? Ja, dann, danke. Was ist denn los? Oh nein! Gegen die Wand. Aber warum? Sektor 3, gelbe Flagge. Hast du einen Flügelschaden oder so? Jetzt, Sir. Oh, Tom Baker, beste Runde. Ui. Und wieder schnellste Runde, Tom Baker. Er gibt alles, er redet nicht mal mit uns. Sein Mikrofon ist gemutet. Ja, weil du die. Seine. Dem hörst du alles. Ja. Achso. Meine lieben Freunde, denkt an das lustigste Bild. Hashtag KingBiceps auf Instagram. McManus und Freezy folgen. Links dazu in den Channels mit Ausrufezeichen Insta. KI, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Boah. Komm nie wieder kuscheln, Rafa. Ja, der wollte mich aber gerade richtig meinen Reifen aber teabangen, gefühlt. Richtig teabangen? Aber so richtig, Alter. Das ist schön. Könnte ich mir unangenehm vorstellen bei 200. Bisschen Angst gehabt. Oh, verkackt. Egal, gib Gummi! Es bringt eigentlich eh nichts, was ich hier mache, weil ich muss eine Durchfahrtsstrafe antreten. Ach, und dann fliegt er ab. Ja, moin! Manus ja, kommt schön. Aus der Box mit neuen Reifen. Sektor 2, gelbe Flagge. Naja, bei McManus kann es mit der Zeit nur besser werden. Ja. Tom immer noch auf 1, Heinz Josef auf 2, Dominik auf 3. Dietmar fährt heute übrigens recht gut. Dietmar fährt richtig gut, macht ich richtig Laune. Ich glaube, er war die letzte Zeit nicht arbeiten, hat nur gespielt. Axel auf 5, direkt hinter Dietmar. So, jetzt einfach volle Konzentration und durchziehen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Hey, wenn ich eine Durchfahrtsstrafe habe, darf ich nicht im Boxenstopp fahren? Nein. Wow. Deswegen heißt ja Durchfahrtsstrafe. Cool. Cool. Barmo auf 18, das kann jetzt interessant werden. Alles gut da vorne? Ja, der hat mich nicht durchgelassen. Beziehungsweise ich war anscheinend nicht schnell genug. War jetzt mal eine Frage, wie langsam wart ihr, wenn ich einen Durchfahrt habe, kommt der Ah, nein! Ich kann doch nicht durch die durchfahren. Guck dir die doch an da vorne. Ich seh's. Ich hasse das. So kacke mit denen.
Ja, ja, ich sehe dich. Oh Gott, das will ich ja gar nicht hören, ey. Boxenstopp. Stand zu dem Typen vor mir, bitte 19,8 Sekunden. Kann mich gleich erhängen. Oh, was ist mit meinen Reifen los? Das gibt Minuspunkte, Marie. Kam da was wegen mir? Nein. Oh, ja dann. Milo, keine Minuspunkte. Anscheinend. Gott sei Dank. Ich komm rein. Ja. Tom hält eisern die 1, er lässt sie noch nicht vorbei. Weil er ihn nicht mal sieht. Oh, was hat er jetzt gesagt, Chat? Ich hab's nicht verstanden. Irgendwas mit schnelleren Motoreinstellungen, was heißt das? Kannst du fett stellen. Dominik auf 2, Heinz Josef auf 3. Schauen wir mal mit Dittmar vorbei. Gefällt mir heute sehr gut, wie er fährt. McManus 18. Was? Ja. Ist du in der Box? Ich war gerade. Bin jetzt hinter Tino wieder rausgekommen. Das war ja mal ein Maschallah, ein schneller Wechsel hier. Wechsel auf 6. Hast du deine Crew zusammengepfiffen? 2,6 Stoppzeit. Hatte ich auch gerade. Gut, ja. Aber jetzt bin ich letzter. Maschallah. Komm. Meine Ruhe. Die Reifen sind kalt, das merke ich gerade. Eieiei. Oh ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Huch. Huch. Kurve, huch. Kurve ist aber irgendwie. Also das Rennen kann ich mal komplett in die Tonne drehen. Bubble und Axel in die Box. Dieser scheiß Durchfahrtsstraße. Leck mich doch am Arsch. Sektor 2, gelbe Flagge. Ach, Mann. Wieder zu viel Curb, Tino, oder was? Sektor 1, ja. Gelbe Flagge. Oh. Komm. Alter, hast du mich auf Flügelschaden gehabt, oder was? Was hab ich? Flügelschaden? Ja. Achso, deswegen warst du da. Deswegen war ich auch so langsam. Oh nee. Ah. Oh nee. Excel, weißt du, wer vor uns ist? Was denn? Hallo! Oh nein! Doch! Oh, bitte. War die alle schon in der Box? Nein. Ja, jetzt gerade. Eieiei! Himmel, Herrgott, warum strafst du uns denn so? Warum straft ihr mich? Mit euch? Ehrlich, wie ich hier allein meine Runden ganz hinten drehe. Echt entspannt. Also ich weiß gar nicht, was ihr habt da vorne. Wahnsinn. Tom Baker, 5 Sekunden Strafzeit, Rasen in der Boxengasse. What? Hä, wie so eine Scheiße! Hä? Das war's, ey. Sektor 2, gelbe Flagge. Ja, aber hol, komm mal. Ey, guck mal, auf wen Platz ich bin. Dietmar auf 1. Hey, Dietmar, Glückwunsch. So, jetzt höre ich auf zu spielen. Das war mal eins gewesen, das reicht mir scheiß auf die Punkte. In der siebten Runde, meine lieben Freunde. Noch 6 Runden stehen vor uns. Das ist noch alles drin. Eieiei, jetzt hatte ich gerade noch 19, jetzt habe ich schon wieder 11 auf dem Pamu. Maschallah. Pamu, ich komme näher. Muss mir ein bisschen Platz lassen, Tino, gell? Danke. Dein Arsch gehört mir. Alter, die haben mir weiße Reifen aufgezogen. Uha. Ja, Marie hat weiße Reifen. Du willst halt aber wissen, Marie. Ich hab die nicht ausgewählt. Wie lange willst du heute noch fahren? Du schießt jetzt an mir jetzt vorbei. Pamu in der Box. Marie, weiße Reifen. Ja moin, ey, leck mich doch am Wasch. Da ist er nicht mehr letzter. Danke, mein Teamchef, dass du mir das mitteilst. Richtiger Ehrenmann. Wie gesagt, mein Fahrmanöver war sehr gut, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach nur ein paar Mu an der Box vorbeigefahren bin. Ah, fuck. Ey, Marie ist einfach 14 Sekunden vor mir, Alter. Das gibt's. Ey, die Kurve packe ich hier gar nicht mehr. Oh, Marie in Kies gefahren. Sektor 2, gelbe Flagge, meine lieben Freunde. Uha. Na, nicht mehr. Oh, das ist meine Zeit. Ich hol dich, Marie. Nein! Oh, sorry. Aber gut. Du hast dich nicht gedreht, gell?
3 gelbe Flaggen. Wow, 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 Milo. Da warst du aber sehr, sehr inne. Ja, du warst aber auch. Ja, ja, ja. Nee, komplett am Arsch. Aber, ja. Ich wollte halt versuchen, eng zu fahren und du außenrum, aber du warst dann zu nah und hab ich dich trotzdem am Hinterrad erwischt. Irgendwie wer ist denn da gemerkt, vorne, Milo? Ja, ich fahr jetzt aber in die Box, mein Flügel ist kaputt. Ich fahr auch in die Box, ich muss die scheiß Reifen weghaben. Geht gar nicht. Jetzt brauche ich auch nicht mehr ankündigen. Besser trotzdem rein. Naja. Heinz Josef ist jetzt auf. Oh! Tom Baker 2. Eine komm. KI auf 3. Dominik 4. Dittmar jetzt auf 5. Schwabbel auf 6. Axel auf 7. Sören 9. Christel auf 12. Magmanus 14. Hat sich nach oben gekämpft. Jetzt 13. Bayer the Badcock 17. Pamu 18. Marie 19. Milo 20. Kommt aus dem Boxcard wieder raus. Bei mir hat es mal wieder komplett das Leben zerlegt. Durchfahrtsstrafe, dann gedreht. Alter, das ist doch nicht wahr, ey. Tom ist jetzt auf 1. Dominik auf 2. Also das ist ein enges Rennen da vorne, oder? KI auf 3, Dittmar 4. Was, Dittmar ist nicht mehr Erster? Nein. Ich fahre in der Box. Das holst du dir wieder. Glaub an dich. Waren denn die ersten vorne schon an der Box? Waren nee. Alle drin, oder? Ja. Ja? Waren alle drin. Die muss noch, der Bot. Ja, genau, der Bot muss noch. Ob der überhaupt fährt? Muss er. Muss er, ja. Warum hast du denn nicht die roten Softreifen genommen? Das ist echt eine gute Frage. Ja. Weil wegen Baum. Weil wegen Baum, okay. Milo, ich glaube, das Rennen ist für ihn gelaufen. Ja, die könnten mir ruhig mal Mitleids-DRS geben oder so. Ja, ja. Marie auf 19. Bayer the Badcock. Ich finde sein neues Auto sehr nice, hat er mal was Schöneres gemacht, aber warum er immer hinten fährt, das verstehe ich einfach nicht. Ich glaub, weil ich Pech hatte heute, ich hatte eine Durchfahrtsstrafe gleich am Anfang, dann hat es mich gedreht und dann musste ich in die Box. Deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin. McManus auf 13, er kämpft sich immer weiter hoch. Es sind noch 3 Runden zu fahren. Dittmar, 3 Sekunden Zeitstrafe, Kurve abgekürzt. Sektor 2, gelbe Flagge. So, schauen wir nochmal beim Tom vorbei. Er fährt jetzt in Sektor 1 rein. Sektor 2, Entschuldigung. Pamu, 3 Sekunden Zeitstrafe, mehrere Verwarnungen. Pamu, eine noch, dann bist du weg. Dominik auf 2. Oh, Dietmar jetzt auf 3. Ich werde fast überrundet. Da vorne ist Calabresi, mein Freund. Du hörst dich an wie gute Salami. Deswegen werde ich das machen wie die Salami und dich verputzen. Janik, das macht Laune. Ja, schon. Schauen wir mal, das Feld noch rankommen. Bin ein bisschen enttäuscht von Schwabbel, dieses Rennen. Warum? Da ist noch ein besseres gewohnt. Ja, Breezy, erbitterter Kampf um Platz 5. Ich sehe es gerade. Axel auf 5. Oh, Mist. Axel 3 Sekunden Zeitstrafe. Kurve. Ärgerlich. Heinz Josef auf 6 freut sich natürlich darüber. Was los, Axel? Habe ich dich unter Druck gesetzt? Nee, Bremspunkt verpasst und Reifen. Ja, ja, genau. McManus auf 12. Das ist immer der Bremspunkt am Ende des Tages. Ja, wo bist du so auf welchem Platz?
Ich pass auf, dass hier hinten nichts passiert. Irgendeiner muss ja hinterherlaufen und gucken, dass keiner verloren geht. Du meinst, sie macht die Endabsicherung? Ja. Nee, der fährt Safety Car. Ja. Also, der Medical Car vielleicht? Oh, Calabrisi, gib doch zu, dass du auf eine Pizza gehörst und nicht auf die Rennstrecke. Marie auf 19. Ich kann übrigens jetzt auf 16, ich wollte es mal nur mitteilen. Ich kann dazu leider nichts sagen. Normalerweise hört man sie im Rennen, wie der Controller hinschmeißt. Das ist und gemutet. Aber ich glaube, 19 scheint sehr gut für sie zu Soll sein. Soll ich noch ein Lied singen, weil ich hier hinten gerade froh bin, dass mich keiner aus dem Leben schmeißt ja, oder bitte. Kickt? Pamu auf 18. Ja, da wo ich immer bin. Bayer the Badcock auf 16. Sonst bist du noch weiter hinten. Gut gemacht, ich habe Calabrisi verputzt. Das ist schön. Und jetzt hole ich mir Belly Yusuf. Dittmar, 3 Sekunden Zeitstrafe, mehrere Verwarnungen. Dittmar, jetzt vorsichtig, eine noch und du bist weg. Die blöde Kurve da. Dann schauen wir nochmal beim Toppen. Sektor 3, gelbe Flagge. Wer hat sich da gedreht? Bitte melden. Habe ich eigentlich Zeitstrafen, Friese? Nicht, dass ich zurückgesetzt werde, Plätze. Mach dir darüber mal keine Sorgen. 20 ist dir sicher. Nicht, dass ich dann auf einmal Erster bin. Janik, entschuldige, das war echt frech. Alles gut. Sektor 1, gelbe Flagge. Ich hab's zum Glück noch im Außenspiegel gesehen, dass du da auf einmal näher kommst. Milo, du musst das mal so sehen. 20. Da hast du mir hinten Zahn eingekrabbelt. Ich war gar nicht hinten, du warst gar nicht mit Kim vorbei. Kim Michalski, ja, raus! Ich konnte nicht weiter. Geil, ich bin 19. Ich konnte nicht wieder da raus, weil ich damit zwischen deinen Reifen saß. Ja, das habe ich gemerkt. Das bin Sektor drin. 1, weiterhin gelbe Flagge, Leute. Da scheint What? Ein schwerer Unfall passiert zu sein. Frontflügel im Arsch, ey. Ich sage einfach, ich schreibe im Videotitel 20 Punkte. Excel, das ist unsere Chance. Sektor 1, weiterhin gelbe Flagge. Und mich halt dieses raus. Ja, der steht da geparkt in der Zielgeraden. Sektor 1 und Sektor 2, gelbe Flagge. Ja, das war ich gerade schon durchs Kiesbett gefahren. Kiesbett gefahren. Kommt immer noch auf 1. Er hält verbissen fest. Letzte Runde, Janik. Du klebst mir echt am Arsch, Junge. Letzte Runde. It's a final countdown. McManus, von ganz unten auf Platz 9. Scheiße, nein. Janik! Sektor 2, Game. Mann, ey. Da hat's mich rausgekickt. Oh, Mann, gut, paar Plätze haben wir geholt. Ich beende mal eine Runde, ein Rennen. Ich höre den Pulsschlag von Sören bis hierhin. Tino? Ich beende auch mal wieder ein Rennen, ey. Ja. Dann danach. Boxengassen, Kacke, werde ich eine zweite, ey. Pamu, sollen wir zusammen ins Ziel fahren? Danach noch WF. Bäh! Ja, Dominik auf 1. Thomas Baker 2. Was hast du gemacht, Tom? Bubble 3. Er hat eine Zeitstrafe bekommen von 5 Sekunden, weil er in der Boxengasse gerast ist. Und ja, ich bin 3 km/h zu schnell angekommen. Bin gespannt, wie viele von den vorderen Zeitstrafen kriegen. Ich blöde. 5 Sekunden Zeitstrafe, nicht erfüllte Strafe. Mhm. Was? Amo, sollen wir zusammen ein Ziel fahren? Vielleicht kriegt man noch einen Platz, mal gucken. Ich glaube, ich auch eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Ach Mann, das ärgert mich jetzt. Ich glaube, du kommst von vor mir an. Excel, das wäre so Mann, schön gewesen. Markus, danke für 14 Monate. Danke für 13 Monate. Ehre noch auf die 14 vorgefahren vom letzten Platz. Aber du fährst zu schnell, Pamu. So. Aber es war ein sehr schönes Rennen. Sektor 3 noch gelbe Flagge, meine lieben Freunde. Dominik auf 1, Tom Baker 2, Schwabbel 3. Das sind die Treppchenplatzierungen. Dittmar ist auf 4. Sehr gut gefahren dieses Rennen, fand ich sehr gut. Mein. Excel auf 5. Heinz Josef auf 6. Sören auf 7. Christel Eilig 8, McManus 9, finde ich auch sehr gut, von unten nach oben gekämpft. Von 19. Genau, sehr, sehr gut gemacht. Dann kommen erstmal nur ein paar Bots. Bayer the Badcock ist auf 14 und jetzt kann ich leider nichts mehr sehen, weil das Rennen ist damit beendet. Ich habe mich auch nach vorne gekämpft, warum wird das hier nicht erwähnt? Die Strecke ist leer, wir können zuschließen.
Fahrer des Tages ist Alian Forest. Alain. Alain. Oh Gott, das will ich nicht sehen. Da war viel mehr drin, aber mein Gott. So, meine Lieben, das war ein Reinfall. Hilfe, letzter sind wir geworden. Naja, aber es stört mich überhaupt nicht, weil das Spiel... Ich bin aufs Folgeprojekt, da freue ich mich drauf. Da bin ich besser, da kann ich euch sagen, da wären wir besser. Aber das war nichts. Aber ja, ist mir eigentlich egal. Ist nicht schlimm. Ich danke euch fürs Zusehen. Falls ihr bis dahin geguckt habt, hat sich eigentlich nicht mehr gelohnt. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Guckt in die Videobeschreibung, da sind die anderen zwei verlinkt. Die sind ein bisschen besser und weiter vorne gefahren, da ist ein bisschen mehr Action. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag, morgen einen ruhigen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Guckt heute... Ach ne, Quatsch. Ach doch, heute Abend kommt auch die dritte Folge live. Ansonsten euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.